Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part H1Z1. Ja, wie du siehst, stehen wir hier immer noch in dem Haus, wo die Zombies wie Santa Claus aus der Decke kommen. Und irgendwie ist das nicht so schön und wir sollten hier weitergehen, glaube ich. Wo bist du gespawnt, Hiro? Hiro ist nämlich im letzten Part gestorben, leider. Ich bin weit, weit weg. Weit, weit weg. Far, far away. Also, wo wollen wir raus? Es gibt zwei, drei Ausgänge, oder? Zwei, glaube ich. Und zwei, die sind alle nach vorne raus. Am besten alle. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt hier an die Seite und gehen dann, weil die kommen ja hierher, wo wir stehen. Ja, und wenn wir uns hier hinstellen, dann dürften die hier hinrennen und dann können wir da nämlich lang. Genau. Und dann Abmarsch. Also jetzt können wir auf. Hier raus. Go. Go. Ja. Auf der Mauer, auf der Lauer. Der kleine Wanze. Aber wie man automatisch das beendet, oder? Wo wollen wir hin? Ins Hochhaus? Können wir machen, ja. Wir haben nur einen Zombie hinter uns. Ach ja, Gott. Ja, der Rest kommt hinter mir hinterher. Aber ich hab euch schon gesehen. Ich komme jetzt wieder zu euch. Geht's nicht mehr rein? Mal schauen. Hier sind Türen auf jeden Fall mal. Ach ja, na, da, hier ist nichts. Ich glaube, dass es diese hier ist. Hier. Du solltest dich mal verbinden. Du blutest. Kannst du mir hier noch zumachen? Ja, ja, mach ich gleich. Wo seid ihr denn jetzt hin? Ach, hier. Ja, machst du vielleicht die Tür wieder auf? Ups. Unmöglich. Ey, wie der einfach durch die Glasscheibe durchgekommen ist. Das ist super Zombie. Er geht sogar durch Glas. Bei mir spritzt gerade Blut überall. Ich kann mich schon wieder verbinden. Also, das ist doch. Ja, ja, ich habe mich auch mal wieder verbunden und dann husche ich jetzt mal. Ich husche mal. Da kommen die Nächsten. Der kommt doch auch wieder so durch die Glastür durch, oder? Ich gehe jetzt mal ganz rauf. Ja, ja, mache ich nämlich auch. Ich gehe auch ganz nach oben. Mach hinter mir die Tür zu. Ich bin erstmal hier unten. Schau mal das verdreckte Klo an. Ach so, hier ist die Klimaanlage. Und dann geht's aufs Dach. Mach Schreibtisch. Massenweise Zombies tot. Wo bist du überhaupt, Fresh? In irgendeinem Haus, was an einer Seite keine Tür mehr hat. Oh! Bayer! Alter, ich dachte, das wäre ein Zombie, der jetzt ja gerade um die Ecke kommt. Ja, da muss man schon aufpassen, dass man im Eifer des Gefechts nicht, Die eigenen Teamkollegen einen verpasst. Bist du da vor dem Haus, Fresh? Ich vor so einem roten Haus? Vor so einem roten... Ja, dann bist du das, alles sonst klar. Ja, ich hab's schon, genau. Wo seid ihr? Oben auf dem Dach von dem Hochhaus. Von dir. Ach, ich geh mal einen Stock hier. Alex, ich geh rechts, ist nix. Muss ich links reingehen. Warte. Zugemauert. Ja, da würde man treffen. Aber wie es hier einfach gar keine Dinge gibt. Keine gar was? Keine Bögen. Ah ja, ich glaube, so in den Städten gibt es das tatsächlich eher selten, oder? Die hängen ja immer in den kleinen Hütten rum. Ja. Die Bögen. Eben. Ah, na, hier ist ja... Das hier. Ach so, was ist hier denn Schönes? Guck mal an hier. Ein Kühlschrank. Da schlägt hier schon wieder Scheiben ein. Ich wollte auf den Balkon gehen. Cool auf zwei. Machst du denn zu Hause auch so? Zu Hause Schatz, warum schlägst du denn die Scheiben ein? Ich wollte auf den Balkon. Hat mich gerettet. Fresh dreht gerade ab. Zu Hause bin ich es gewohnt, dass wenn ich auf den Balkon gehe, die Tür auch aufgeht. Ach so, ja, das ist wohl wahr. Wie heißt zu Hause bin ich gewohnt, dass die Tür offen ist, gell? Mach ich zu Hause auch durch die Tür raus und wieder rein. Ja, einfach rumklirren. Ja, Alex, weißt du, wie man das macht? So, die Messer, die brauchen wir eigentlich nicht. Komm, ach nee, Alex, die Scheibe kannst du gar nicht einschlagen. Guck, Shaya, so macht man das, guck. Shaya, so. Ist aber schön hier raus mit so einem Campingstuhl und ach ja. Das geht nicht bei jeder Scheibe. Doch, es geht. Ich bin jetzt hier. Hier vorne bei der Scheibe ging es nicht. Wie gut, dass die Spiegel so beschlagen sind, sonst würde ich mich echt so als Mann. Ach, jetzt geht's. Wer ist an der Straße? Ich. Okay. Ich. Wer steht denn da hinten bei den Punchy Sticks? Ich. Hört. Für den nächsten Stock. Was ist jetzt hier zu, aha. Das ist interessant, man sieht die Zombies nicht, man sieht nur dich. Echt? Und man hört ihn rumballern. Dann auch nochmal ein Messer. Hier ist die Scheibe schon. Ja, ja, da, ich war da drin. Da liegt ein Tool-Kabinett heroben im obersten Stock. Ja. Was ist ein Tool-Kabinett? Na, so ein Werkzeug. Da bist du. Wagen, ja. Die Messer habe ich halt liegen lassen, ich habe keinen Platz für so einen Schnickschnack. Habe ich mitgenommen.
Ich weiß gar nicht, wie viele Messer ich jetzt schon eingesammelt habe. Also die hier gewohnt haben, die waren aber nicht besonders gesundheitsbewusst, wenn ich hier sehe, dass hier noch die ganzen Fastfood-Sachen auf dem Tisch rumstehen. Mal ehrlich, wer draußen auf dem Balkon Fernsehschrank stehen hat, der... ja, guck dir das mal an, das Sofa haben sie da verkehrt rum hingestellt. Ne, das Sofa ist cool, schau. Dama macht's Gleiche. Ich rede, ihr seid verkehrt, ich meine hier hinten auf dem Balkon, wo der Grill steht. Hm? Ach so, ja, da war ich schon, genau. Nee, aber hier ist schön. Ja. Komm, wo seid ihr? Ich brauche nur mal dringend eine Rasur, weißt du? Also. Ich komme mal zu dir. Der Damenbart wird immer größer. Ja, also sollte mal jemand Rasierklingen finden, dann ich würde die nehmen. Muss noch ein bisschen weiter nach hinten. So, jetzt müsste es passen. Ja, bei mir passt es auch. Ja. Ja. Ah. Schön erstmal aufs Sofa lümmeln hier. Ja, genau. Mach mal jemand Fernseher an. Geht eigentlich. Oh, schade, das geht nicht. Ja, das was? Ist doch. Was macht ihr da? Ey, was stehst du auf dem Sofa rumliegen? So. Nimmst du... Ne, oh, nee, das ist verboten, ey. Hör auf jetzt. Boah. Das ist ein Bild. Ich sitze hier ganz entspannt. Das klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig, was ihr da macht. Aber macht ja, das sieht eklig aus jetzt. Brauchst du jetzt noch Antibiotikum? Das nehme ich mal noch mit. Alex, geh weg von was? Mir. Ich will auch eklig sehen. Oh. Ja, das ist aber, meins war vorhin besser, definitiv. Ja, das war schon nicht schlecht. Seid ihr schon wieder auf dem Dach, oder was? Nee, ich bin eine Etage runtergegangen. Da haben wir doch eh schon alles gelootet. Ich habe hier noch Antibiotika gefunden. Echt? Ja, die braucht auch jeder. Der Fresh läuft rum mit einem Hitlergruß. Ja, wenn du das nächste Mal eine Lungenentzündung hast, werde ich sagen, du brauchst ja kein Antibiotika. Nein, weil dann haue ich dir gleich mit dem Hammer auf den Kopf. Nee, weil du hast ja dann Fieber und bist ja krank. Ja, und wenn ein Mann krank ist, weißt du, da braucht es nicht mal eine Lungenentzündung. Lass dich mal einen Husten haben. Hattest du schon mal wirklich eine Männergrippe? Ich glaube nicht. Nee, Gott sei Dank nicht. Eine Männergrippe. Die Schwimmer? Wusste ich gar nicht. Ja, achso, deswegen sind wir Männer ja bei einer Grippe auch immer so wehleidig. Das würden die Frauen von den Schmerzen ja gar nicht aushalten. Ja. Die müssen ja nur Kinder gebären, das geht ja. Das ist relativ schnell erledigt. Wollen wir dann ins nächste Haus wandern? Ja, das ist gut da. Am besten irgendwo, wo es mal Bögen gibt. Das Schmerzthema wird mir jetzt etwas zu heikel. Ja. Themenwechsel. Ich trinke mal ein Wasser. Warum habe ich so viele Empty Bottles? Ah, da ist auch noch. Oh, ich muss auch mal was. Warum liegt hier Stroh rum? Warum liegt da Stroh rum? Ja. Hat einer versucht, sich ein Nestchen zu bauen. Das könnte sein. Hauptsache die Scheibe kaputt, ne? Mann. Weißt du, du willst in der Apokalypse bestimmt hier Glaser werden, wa? Machst jetzt alles kaputt und wenn dann die Leute sich hier verbarrikadieren, müssen sie dich anrufen, damit du es reparierst. Ja, wenigstens lasse ich nicht die ganzen Zombies hier rein. Au! Ich habe die Tür nicht aufgemacht. Das war der war's dann. Ich habe die Tür aufgemacht. Nein. Ich finde ja immer noch so viele rum. Ach, ich brauche mal wieder eine Bandage. Brauchte ich auch lange nicht. Habe ich noch 90? Sieht fast so aus. 90%. So. Aber wo wollen wir hin? Rechts rum hier? Ich dachte, wir wollten... Weil da vorne läuft ein Zombie. Aber jetzt geht die Sonne ja, wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, wo wollt ihr denn hin? In welche Richtung? Mir ist das relativ egal. Ich will gerne einen Bogen da kommt ein Zombie. Du würdest gerne einen Bogen haben. Na, dann Häuser. Müssen wir in die Häuschen... Ja, genau, gehen irgendwie. Oh, da steht einer auf dem Dach. Hallo? Einfach sprinten. Also ich sammle mal hier noch ein paar Woodsticks ein. Hab ich schon. Ja, ich nehme mir auch welche mit. Am Stadtrand sind wir jetzt. Genau, wo bist du denn? Ich bin bei I4. Also ich komme auf dem E hier, oder? Jetzt sind hier schon wieder total viele. Ah, da unten. Fresh, wo bist du hin? Ah, ich bin hinter Eifel. Ja, ich sehe Fresh auch, ja. Mhm. Ich renne da auch irgendjemanden nach. Wem denn? Ja, Hauptsache, der gehört auch zu uns. Ich weiß nicht, wer das ist. Ist das jemand von uns? Wo denn? Ah, der hast du. Okay.
Oh, ich wollte gerade schon die Schrotflinte ziehen. Ich hatte sie auch schon. Weil hier unten könnte es Bögen geben. Ja, dann. Ja, hier unten die Häuser sind super, vor allem sind da fast nie Zombies. Das heißt, wenn wir die hinter uns erledigt haben, ist es eigentlich, ja. Ja, dann sollten wir die halt einfach erledigen. Ja. Sind nur zwei. Ja, vorne haben wir da noch einen. Ja, da kommen auch noch ein paar nachgerannt, aber die werden ja... Ich habe so den Eindruck, wenn so eine gewisse Stadtgrenze... weißt du, da ist so ein Radius um die Stadt rum. Und wenn du den überschreitest, dann setzen die zurück. Ja. Ja, dass sie einfach nur in der Großstadt bleiben. Die wollen gar nicht weg, die sind da heimisch. Ja. Das sind die Großstadtkinder. Sind halt keine Dorfzombies. Was ist ein Zombie? Braucht jemand Shot? Wer hat eine Shotgun? Ich habe zwei Schuss. Ich habe auch eine, aber habe noch keine Schuss. Ich habe hier einen Zombie liegen lassen. Jetzt muss mich verbinden, weil ich blut. Oh. Ich komme eben zu dir, Dame, dann kannst du mir mal die zwei Schuss geben. Hier liegt eine Rifle, wenn einer haben möchte. Drop und Drop. Jus. Verdammt. Hier die einfach nicht aufnimmt. Nicht, ne? Aber rumliegen tun sie, ne? Also. Ja. Zu essen. Jetzt nimmt er so auf. Danke, so. Zombie. Wolf. Dankeschön. Bitte sehr. Ja, ist ja Blödsinn, die zu zerlegen, weißt? Also, wenn die ja jemand brauchen kann, das muss ja nicht. Muss man die ja nicht. Könnte man meine Branches loswerden, die ich eingesammelt habe? Aber irgendwie ist ja kein Bogen. Wo seid ihr denn hin? Ich hab einen Pfeil gefunden. Ach, ich stehe noch draußen und mach mir mal eine Dose auf. Mach so. Also, wir müssen wirklich tief in der Apokalypse sitzen, wenn Alfie den aufrechten Gang nicht mehr beherrscht. Ja. Der croucht hier über die Straße. Echt? Ich gehe normal. Ja, jetzt gerade gehst du normal. Eben bist du die ganze Zeit gecroucht. Oh, okay. Ich suche irgendwie nach einem Bogen. Ja, und ich muss mal eben ein paar Pfeile craften hier. Pfeile könnte ich mir genügend craften. Boah, ich 11. Aber da schon, ne? Aber ich habe meinen Rucksack auch schon voll mit. Wie viele Messer habe ich jetzt dabei? Ich glaube, 6 Messer habe ich dabei. Black Beanie gäb's hier. Ja, ich habe auch so viel Zeug einstecken, aber ja gut, so ist es halt. Muss halt gucken, ob du dann das eine oder andere rausschmeißen kannst, wenn du irgendwas Besseres findest, oder? Mhm. Oh. Ich habe noch voll viel Platz. Ja, es geht ja ums Metall, was wir brauchen. Eigentlich für die Base. Ach schade, jetzt habe ich das T-Shirt zerrissen. Das hätte ich. Braucht noch jemand einen Kompass? Ja, wenn du einen übrig hättest, würde ich den nehmen, ja. Ja, habe ich. Ich habe gerade einen gefunden. Auf der Veranda. Ach, damals schon mit dem Bart. Ja, das, ich sag ja, solltest du einen Rasierer finden, ne? In welchem Haus bist du denn? In diesem roten doppelstöckigen. Okay, in dem Backsteinhaus. Ja. Alles klar. A crowbar und a pipe. Da bin ich auch. Da ist er. Warte, ich drop ihn dir eben. Tadam, tadam. Bin gegen die Lampe gelaufen. Danke. Ich gehe mal ins nächste Haus rechts, das Weiße. Ah, wie herrlich ruhig das hier in der Vorstadt ist. Mm, super. Oh ja. Bei Battle Royale ist hier auch ein Geheimtipp. Findest irrsinnig viel auch Medikits und so weiter. Hier ist zwar kein Auto, aber hier geht fast niemand hin. Hier ist eine Axt zum Beispiel. Aber vielleicht, weil hier kein Auto ist, ne? Kann sein, ja. Ignaz-Stick steht hier drin. Mhm. Weil im Battle Royale ist ein Auto natürlich schon schön. Ja. Wobei ich es auch cool finde, die Hardcore-Variante. Ja, also ich finde es auch cool. Mhm. Also ein Auto brauchst du in Battle Royale gar nicht. Werden, um was zu kriegen, bekommen, ne? Ja. Du schaffst es in Battle Royale auch mit der Badezimmertaktik. Ja, die Badezimmertaktik ist sowieso immer. Ach, hier einfach alles lootet schon. Ja, hier die Autos mit Scrap Metal, die über. Seht ihr einfach. Ah. Oh. Ach, wie da hinten? Was ist denn da hinten? Wer kämpft da hinten gegen einen Zombie? Fresh oder was? Ja. Auch wenn der irgendwie nicht sterben wollte. Da kommt der nächste, Fresh. Ah ja, sollte kommen. Weißt du, ich will meinen Bogen haben. War ich hier schon? Tap, 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 tap. Ja, obwohl T-Shirt. Sind die Bögen nicht eher in den. Sag weißt mal, du, in diesen Jagdhütten halt, ne? Ja, ich glaub's auch fast, ja. Alfie, geht das abgehockt besser mit dem Schießen? Du wackelst nicht so sehr. Ja, okay. Du brauchst ja bloß String drücken. Shift oder String, dann hält er ganz ruhig. Und dann hältst du den Atem an, wenn du mit dem Rifle schießt. Es wird dunkel und im Dunkeln ist gut munkeln. Hier liegt noch eine Axt, wenn jemand eine will. Ach nö.
Nö, sagt's. Nö. Hätte es einen Brunnen. Salz und alles. Ach, hinten steht ein Auto im Garten, da wollte ich mal hingucken. Boah, ist es finster jetzt. Der läuft hier hinten immer. Ach, das bist du. Mülltonne, Mülltonne gucken. So, mein Inventar ist tatsächlich jetzt auch weitestgehend voll, also. Ja, meins auch. Oh, hier in der Ecke stand noch Stagnant Water. Aber meins noch nicht, ich hab noch Platz. Ja, ich hab ja so viele Messer mitgenommen, das ist es. Ja. Oh, da kommt Fifi. Ich wollte gerade sagen, irgendjemand hat da einen Wolf. Man hört es. Fresh. So. Wir sind aber am Ende dieser Folge weitestgehend, glaube ich. Ich glaube, wir können dann in der nächsten Folge weitermachen. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle dann fürs... Oh. Mach ihn kaputt! Da ist der Tod, der Wolf. Ich bedanke mich aber fürs Zuschauen. Was? Macht einfach die Tür auf und lässt den Wolf rein. Das habe ich mit Absicht gemacht, ich habe das genau gesehen. Also ich habe überlebt und damit können wir auch noch Tschüss sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.